Es ist eines der spannendsten Projekte in der Innenstadt von St. Pölten. Derzeit wird der Garten des früheren Priesterseminars als öffentlicher Park umgestaltet und in Richtung Fußgängerzone geöffnet. Ziel von Stadt und Diözese ist, eine charmante Verbindung Richtung Regierungsviertel zu schaffen und die Fußgängerzone attraktiver zu machen. Dass wir diesen Garten 99 Jahre haben können für die Bevölkerung und die Öffentlichkeit, ist natürlich sensationell, weil es mitten in der Stadt ein Garten sein wird, den man genießen kann, wo man sich zurückziehen kann, wo aber andererseits auch Öffnungen entstehen werden, dass man hineinschauen kann. Und es werden 3 Eingänge entstehen, um einen Durchgang Richtung ehemaliger Synagoge zu schaffen. Möglich geworden ist die Öffnung des 1300 Quadratmeter großen Gartens durch eine Kooperation mit der Diözese. Die Stadt wird nun 1,2 Millionen Euro in die Umgestaltung investieren. Blumensträucher und Wasserspiele sollen für einen angenehmen Aufenthalt sorgen. Wir werden auch dem Neptunbrunnen aus dem Bischofsgarten hier als zentralen Brunnen und Wasserspender mitten in den Bereich setzen. Aber es wird auch eine kleine Kaskade geben, wo das Wasser sozusagen über den Brunnen in diesem Bereich des Gartens fließt. Zunächst stehen aber noch archäologische Grabungen an. Die Eröffnung der grünen Oase ist noch heuer bzw. spätestens 2024 geplant. Und auch im ehemaligen Priesterseminar soll es eine neue Nutzung in Form eines Lokals geben.